ZSL 1CV Update wird Ihnen präsentiert von Swiss Life und einem Hotel Meiringen, Ihres Hotel im Berner Oberland. Z-Derby ist heute Abend der Spitzenkampf. Der erste gegen den zweiten, ZSC Lions gegen den EV Zug. Eigentlich kann man aber als ZSC-Fan völlig positiv in den Match hineingehen, weil wenn man die Statistik anschaut, dann sieht man, von den letzten 11 Heimspielen hier im Hallenstadion haben ZSC Lions 10 davon gegen den Gegner gewonnen. So gesehen kann eigentlich gar nicht schief laufen. ZSC Lions gegen den EV Zug jetzt. Lange haben Fans aufs erste Goal müssen warten. Jetzt ist es endlich gefallen. ZSC Lions gehen in der 38. Minute 1-0 in Führung. Torschütz ist der Biel-Sutter. Die EVZ konnte ausgleichen, 1-1, ist in die Verlängerung gegangen, dann ins Penaltyschiessen und dort haben die Lions gewonnen. Und das ist ein bisschen überraschend, wenn man doch weiss, dass das Penaltyschiessen eigentlich nicht so euches Ding ist. Ist das im Kopf gewesen, bevor es losgegangen ist, Phil Baldisberger? Ja, nein, ich denke nicht, weil es ist eine neue Saison und Penaltyschiessen, ja, es ist 50-50. Und ich denke, der Flüeli hat heute einen super Job gemacht und, vorne, also, und die Stürmer haben es reingehauen. Also, es war super gewesen, so. Wie hast du den Match sonst erlebt heute Abend? Ich denke, wir sind gut ins erste Drittel gestartet. Dann das zweite Drittel haben wir einen Durchhänger gehabt. Das war nicht unser bestes Drittel. Und im dritten Drittel, ja, ist es halt ein sehr defensives Spiel gewesen, denke ich. Beide Teams haben wollen schlussendlich verlieren in 60 Minuten. Und dann, ja, ist es die Verlängerung. Und dann ist es Penaltyschiss. Ist es also eine Taktik vom Trainer aus, dass man sehr diszipliniert spielen muss heute Abend? Man hat so ein den Eindruck gehabt, man hat euch selten so konzentriert gesehen, auch defensiv arbeiten wie heute. Ja, ich denke, man muss Zug respektieren. Also Zug ist ein super Team, da kann man nicht einfach alles offensiv spielen. Also ich denke, ja, sicher ist das im Hinterkopf gewesen, dass man diszipliniert und solid hinten muss spielen, dass man vorne dann auch die Goal macht. Und heute haben wir halt, ja, nicht so viel Goal geschossen, aber schlussendlich haben wir gewonnen. Dein Bruder war einer der erfolgreichen Penaltyschützen gewesen. Wann sehen wir dich mal anlaufen? Gute Frage. Ich denke, wir sehen ihn sehr wahrscheinlich mehr als mich. Ja, Samuel Gera, herzliche Gratulation zum Sieg im Spitzenkampf. Es war der erwartete enge Match gewesen. Wie hast du das Spiel erlebt? Ja, wir sind gut gestartet im ersten Drittel und nachher haben wir ein bisschen nachgelassen im zweiten Drittel. Aber nachher in der letzten Drittel im Overtime haben wir einfach den Match gewonnen und das ist das Wichtigste. Es war ein sehr disziplinierter Match gewesen. Von beiden Seiten hat es einem gedunkt. Darum vielleicht nicht so spektakulär, aber sehr, sehr konzentriert. Ja, das schon, aber auf unserer Seite haben wir im zweiten Drittel einfach ein bisschen nachgelassen. Haben wir mehrere Fehler gemacht und dann haben sie einfach die Chance gekriegt, zum wieder attackieren und das kann nicht passieren. Der EVZ ist so etwas wie ein Lieblingsgegner von der ZSC Lions, auch mal im Hallenstadion. Kannst du mal raten von den letzten 11 Spielen im Hallenstadion gegen Zug? Was meinst du, wie viele Mal hat der ZSC gewonnen? Schwierig. Nicht viel, oder was? Sehr viel, jedes Mal. Fast 10 von 11 Mal heute war es der 11. Ist das ein Lieblingsgegner von euch? Ja, es kann sein. Es sind einfach immer gute Match und eben immer so spannende Match. Gutes Tempo und sie sind auch sehr gut, oder? Und da in Hallenstadion ist natürlich eine gute Stimmung jedes Mal gegen sie. Und wir genießen, glaube ich, beide den Match. Vielleicht zum Schluss noch, wie gut hast du eingelebt? Wie wohl fühlst du dich in Zürich? Ja, ich fühle mich sehr wohl. Sehr schön da. Und ja, die Saison ist noch lang und ich werde jetzt noch weiterkämpfen und alles gut machen.